Es ist jetzt endlich soweit. Wir machen jetzt auch mal endlich ein Video dazu. Wir hatten zwar schon ein Video zu diesem Thema gemacht, Thema Flüchtling. Und wir müssen echt sagen, viele YouTuber machen es richtig, die machen dazu ein Video. Aber ich denke, das geht in eine vollkommen falsche Richtung. Wir sprechen hier von Unterprivilegierten, sprechen von Primaten, die es unserer Meinung nach nicht verstehen, mit Ironie, mit Sarkasmus umzugehen. Weil in jedem zweiten Flüchtlingsvideo heißt es, ja, hier schwarzer Humor, da schwarzer Humor und da ist es ja okay, aber das sollte man nicht machen. Und ganz ehrlich, hier hilft nur Klartext. Das heißt, wenn jetzt irgend so ein Arschloch zusehen sollte, und Entschuldigung, weil das Video wird jetzt echt mal Real Talk, nichts verschönt. Ich habe es gestern erst wieder gehört in den Nachrichten mit diesem Bus, wo dieser Bus einfach nur bedrängt wurde von irgendwelchen Vollidioten, die meinten, sie müssten da die Flüchtlinge schockieren und verängstigen. Also, es ist Wahnsinn. Ich habe mir auf Facebook noch dieses eine Video angesehen von diesem Mann, der das alles erlebt hat, das hat jetzt auch schon 1 Million Klicks und es ist einfach nur Wahnsinn, was der da zu berichten hat. Und es ist ja wirklich so, er hat gesagt, er hätte es sich nie erträumen lassen können, dass in unserem Land, in Deutschland, es zu so einen Zwischenfällen kommt. Und ganz ehrlich, diese ganzen Vollidioten aus Dresden oder wo sie alle herkommen, mit Wir sind das Volk, ey, die können sich mal so dermaßen selber in die Fresse hauen. Das ist jetzt zwar niveaulos, aber meiner Meinung nach macht hier keine Ironie, kein Sarkasmus, kein schwarzer Humor Sinn, weil die Leute das nicht verstehen. Diese Wir sind das Volk, Leute, verstehen diese Sätze nicht. Deswegen, da muss man wie ein, ja, ich will nicht sagen Hauptschüler, aber wie ein minderbemittelter Vollidiot sprechen, damit die das auch verstehen. Und dieses Verhalten ist absolut Kacke. Es ist, man kann da nichts verschönen, man kann weder als Begründung sagen, ja, die Flüchtlinge, die kommen doch nur, weil sie hier sich besser durchessen wollen und hier alles wirtschaftlich nur gut und besser leben wollen. Das ist ein ganz geringer Teil, Leute. Und all diese Leute, die sich da aufführen wie asoziale Dreckspacks, die haben noch nie in ihrem Leben mit einem Refugee, mit einem Flüchtling, nicht nur ein Wort ausgetauscht. Es gibt so viele Flüchtlinge, wenn die euch diese Geschichte erzählen, die sie erlebt haben auf der Flucht, dann müsst ihr weinen. Das ist nicht so. Die sind da halb verreckt bei diesem Weg und kommen hier an, sind froh, dass sie nicht mehr diese Bombengeräusche, diese Knarrengeräusche hören müssen in ihrem Land. Und dann kriegen die hier solche Dinge an den Kopf gerammt von irgendwelchen Wir sind das Völk-Scheißleuten. Ich meine, was soll der Scheiß? Auch als ich gehört habe, dass da irgendwelche Vollidioten verhindert haben, dass ein Flüchtlingshaus gelöscht wurde. Die haben das in Brand gesetzt, das muss man sich mal vor Augen führen, das ist nicht mehr normal. Die haben das in Brand gesetzt und haben dann die Feuerwehrleute daran gehindert, diesen Brand zu löschen. Also absolut menschenverachtend. Diejenigen, die dazugehören und dieses Video jetzt ansehen, verpisst euch einfach, ich habe keinen Bock mehr drauf. Und wie gesagt, das ist jetzt nochmal für all diejenigen, die auf einem höheren Level sind. Das ist natürlich jetzt eine niveaulose Sprache, aber meiner Meinung nach muss es voll in die Fresse gehen bei diesen Leuten, weil die es sonst nicht anders verstehen. Und ich hoffe, ihr teilt dieses Video bei Facebook überall, wo ihr es teilen könnt, weil ganz ehrlich, solche Leute gehören wirklich eingesperrt, aber drastisch und zwar schnell. Weil ich finde, diese Flüchtlinge, die wirklich aus Krisengebieten kommen, haben sowas nicht verdient. Und das ist eine Schande für Deutschland. Eine wirkliche Schande.